willkommen auf meinem Kanal. Ja, scheiß drauf. Es ist 2.11 Uhr, Montag. Ganz durch die Mitte durchgebrochen bin ich. Durch die Mitte durchgebrochen. Wirklich, das bin ich. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Es war die schlimmste Weekend League in FIFA 21, meiner Meinung nach. Ich spoilere mal ein bisschen. Wir haben 5-mal verloren. Ich habe noch nie 5-mal in einer Weekend League verloren. Es war der Wahnsinn, Freunde. Ich sage euch so, wie es ist. Es ist krass, was für ein Zustand mittlerweile dieses Spiel hat. Und das meine ich wirklich ernst. Ein Dullen Mike als Platz 1 der Welt holt 23-7 oder 23-6. Ein Gian Choke Elite 1, Freunde. Das sind alles Spieler, die 100.000 Mal besser sind als ich. Und ich könnte so viele E-Sportler sagen, die reingekackt haben. Das Spiel ist momentan auf ein Level, was du dir nicht antun kannst. Alles ist verbuggt. Alles ist schlimm. Die Server sind für den Arsch. EA hat Glück, dass sie das einzige Spiel sind, was momentan so, also das einzige Fußball-Simulationsspiel, was du ernst nehmen kannst. Es ist ganz, ganz schlimm, Freunde. Ich bin gebrochen bis zum geht nicht mehr. Bei manchen Niederlagen war ich selber schuld. Bei manchen Niederlagen war ich nicht selber schuld. Bei den Highlights sieht man auch nicht immer alles, weil du nicht jeden Scheiß reinschneiden kannst. Es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr gebrochen bin, Freunde, wie ihr wahrscheinlich hört. Ich teile mein Leid mit euch. Viele im Chat haben dann geschrieben, oh Edi, bei mir ist es genauso. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es ist besser, wenn man ein bisschen zusammen leidet, anstatt alleine. Es ist ein richtiges... So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Viel Spaß beim Video, lasst 10.000 Likes auf dieses Video da, abonniert den Kanal kostenlos und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, das sieht cool bei mir aus. Drittes Spiel gegen R9, Zidane Pelé. Sagst du, bist gleich hier Kopfhörer raus. Alles gut, kann gut sein. Ja, ja, aber ich hatte den Ball, er hat zweimal richtig lang angegriffen, so, deswegen... Ja, dann kann er, glaube ich, was. Weil wer es fallobst, wird er einfach angreifen. Es gibt einen Elfmeter. Wohin? Unten rechts. Alles gut. Sympathisch, danke. Gehalten. Echt jetzt? Weitermachen. Ja, das hast du aber auch nicht gut geschossen. Ja, ja. Alles gut. Ja, aber da, wie hast du geschossen? Ich hab ihn, du kannst ihn nicht besser schießen. Mann, ey. Mann, und es steht auf 5-3 schon wieder und jetzt kriegt dieses Falschgeld auch wieder irgendwo Kraft und Motivation. Digga, produktiv lernen, weiß ich nicht, 2-3 Stunden am Tag vielleicht. Danach bist doch dein Kopf matsch. Schon ein bisschen viel. Aber danach ist dein Kopf halt matsch, finde ich. Produktives Lernen bei mir eine gesagt. Stunde und dann habe ich ist bei mir eine Aufmerksamkeitsspanne von. Ja, ist echt so. Gesagt, bringt eh nichts. Hä, Digga, wie mache ich denn diesen verkackten Drecks Elastico? Ich versteh's nicht. Wie diese ganzen Suchtkinder den aus jeder Position können. Ich kann den nur aus einer Position, ne? Kennt ihr diese eine Mannschaft in der Kreisliga, die wirklich so voll selten 11 Spieler zusammenbekommt? Ja. Und wo dann irgendwie der Trainer auch manchmal selber spielen muss, damit sie da vollständig sind und so ein Torverhältnis von 10 zu 180 haben und jeder mal ran darf. Die sind nur in der Liga, weil man nicht mehr absteigen kann. Genau, wo man einfach nicht mehr, wo dann jeder auch mal treffen darf. Wo dann der Torwart sagt, ey Jungs, lasst mich mal auch vorne. Dann geht der Torwart so in der Halbzeit nach vorne und schnürt da auch nochmal 2 Tore. Kennt ihr die? Das ist Schalke. Ich lieb das, Mann. Manchmal haben die keine Linienrichter. Ja, und dann muss irgendeiner aus dem Verein die Linien drehen. Und dann, der Ball war halb Meter am Aus, hab gar nichts gesehen. Großartig, der Ball war noch drin, alles gut. Und manchmal hält er die Fahne so lustig. Also bei mir kommen alle nur für den Kasten. Ja, oder? Das ist auch immer angenehm. Der Kasten nach dem Spiel, ja? Ist ein heikles Thema, Freunde, dieses Impfen. Elfmeter, Schiedsrichter, du hast nochmal die Chance, Willi. Rede mit mir. Unten rechts doppelt. Doppelter? Ja, okay. Psychisch. Muss ihn verwirren. Ab 12. Juni, Edi. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ich hab gehört, Belli, Eo, alles gut. Du hast es heute. Und? 2 von 2 gehalten. Ja, schlecht geschossen. Jo. Der Mann ist in deinem Kopf. Der ist in deinem Kopf, nicht in meinen. 5-0. Steht? Der Mann hat den Controller falsch rum. Ich glaube, das sind die Momente, wo du ein bisschen pusht. Deswegen spielt der Mann auch noch. Digga, das ist so traurig. Ich war ja beim Arzt, Freund. Ich hatte ja Reha und die ganze Kacke. Sogar mit Hertha zusammen war das. Und der Arzt von dem meinte zu mir, Großer, du kannst dich anmelden, wenn du willst, bei einem Fußball. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du dich wieder verletzen wirst, weil ich einfach auf beiden Seiten im Arsch bin. Warnbein gebrochen und Kreuzband gerissen. Und beides wurde nicht, wie wenn Profis sich das Kreuzband reißen, ist ja auch oft so, dass die dann noch so ein bisschen, dass das alles auf jeden Fall ein bisschen instabiler ist. Aber die haben halt die beste Reha. Ach so. So, die haben alles perfekt gemacht. So. Digga, bei mir, ich saß hier und hab FIFA 18 gespielt. FIFA 19. Und hab auch manchmal irgendwie, da habe ich nicht die beste Behandlung bekommen. Und deswegen, Freunde, ist das Problem, dass es nicht so gut für mich aussieht. Selbst in der Kreisliga. Falls ihr denkt, hä, Digga, geh doch in die Kreisliga einfach zocken. Ich habe mir mein Kreuzband
Kreuzband in der Kreisliga gerissen, einfach so. Die neue Partnerschaft. Ich habe mit dem Partner geredet, die wird erst frühestens nächste Woche veröffentlicht. Ich würde es gerne droppen, wirklich, aber ich darf es noch nicht. Besonders, wenn ich es droppe, dann darf ich auch nicht mal sagen, was ich alles mit dem mache. Die wollen da ein großes Ding draus machen. Mir macht das so Spaß, Sachen zu leaken, wirklich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, Digga. Wie so eine innere Unruhe, wie so eine Zwangsneurose. Kennt ihr das, wenn man nicht schlafen kann, wenn die Schranktür offen ist oder so? Oder wenn man nicht vorher sich irgendwie ein paar Mal gedreht hat? Es gibt so Zwangsneurosen, Digga. Das ist bei mir auch so. Ich muss immer Sachen liegen. Digga, ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht überprüft habe, ob meine Haustür abgeschlossen ist. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Hatte ich auch eine Zeit lang. Wenn es mir dann einfällt, dass ich schlafen muss, dass ich nicht überprüft habe, ich schwör's euch, ich könnte nicht einschlafen. Zähne putzen auch, ganz schlimm, Digga. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht vorher meine Zähne geputzt habe. Das geht nicht bei mir. Ja, das ist ein Basic, oder? Ja, also, aber ich kann es nicht so, weißt du? Es geht nicht bei mir. Das ist schwer zu erklären. Aber morgen werden es auch 27 Grad oder so, 26 Grad, irgendwie sowas. Entspannt am Bodensee chillen. Ich bin nicht so der Seetyp, muss ich sagen. Ich bin eigentlich so der Schwimmbad-Typ. Also es gibt auch coole Seen bestimmt, aber ich hasse es, wenn da irgendwelche Fische mir am Sack rumschwimmen und sowas. Und alles da so, keine Ahnung, manchmal ist es voll dreckig und dann pissen die da rein oder scheißen rein oder so. Ich kenne niemanden, der in den See scheißt, aber ihr wisst, was ich meine. Im Schwimmbad pissen die auch rein, aber dann ist ja da wenigstens Chlor. Und ich mag es halt im Schwimmbad auf der Wiese zu liegen, dann sich irgendwo mal hier, weiß ich nicht, eine Pommes zu holen. Dann hast du da so einen Ball, zockst ein bisschen. Es gibt auch bestimmt coole Seen. Also die Reihenfolge bei mir ist, das hört sich ein bisschen komisch an. Ach so. Pool, Meer, See. Das ist es bei mir. Meter, Pool, See. Meer, Pool, See. Kommt, glaube ich, ich muss sagen, warum See, Meer bei mir nicht so krass war. Ich war noch nie an einem richtig krassen Meer. Oder Strand. Einmal war ich in Cancun, aber selbst da, Digga, da bin ich nie tief reingegangen, weil ich Angst hatte, dass mir irgendein Hai, meine Klöten abbeißt oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. In Mexiko bin ich nicht geisteskrank. Ich bin da nicht tiefer reingegangen als mein Kopf. Es gibt, glaube ich, richtig geile Strände, aber ich war da noch nie. Und ich gehe eh nicht tief rein, Digga. Bevor ihr mich irgendwo da in Kambodscha oder so drinnen seht, Digga, ich habe Hai-Videos schon gesehen, ich halte mich davon fern. Haie haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Ja, Digga, nimm's mir nicht übel. Wenn da ein Hai ein bisschen Hunger hat, und der so einen sehr leckeren Oberschenkel sieht, dann sagt er nicht nein. Dann sagt er, na gut, dann wird's das halt mal, hä? Weißt du, was der gemacht hat gestern, Eli? Was? Ich war hier unten bei ihm, der hat mich eingesperrt und hat sich nebenan eingeölt. Digga, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Geisteskrank. Das ist geisteskrank. Der hat mich hier eingesperrt ins Zimmer und hat sich drüben eingeölt. Wie viel Wins habe ich? Weiß nicht. Ich habe die Chance gerade nur wegen dem Lied verkackt. Was ist das denn für ein Lied? Boah, was ein Schuss, CR7, genau auf den scheiß Dreckstorwart. Kimmel, oh, ja, Stange. Ja, Mann, Jungs. Es ist in Ordnung. Mach mal die Pause anbieten. Ich kann nicht so viel reden, weil ich hier gerade schon wieder gegen jemanden spiele, der dieses Spiel so gerne... Mach weiter! Kein Problem. Alles gut, mach weiter! Mann, es ist so unverdient! Guckt es euch an, wie die spielen. 68% Ballbesitz. Er war einmal vorm Tor. Der Typ geht mir so krass auf den Sack. Oh, bitte spiel nach vorne. 20 Stunden stehen wir.
Mann, ey. Boah, ich bin gerade ich bin gerade Stroh 80, ne? Ich bin so leicht entflammbar. Ja, Digga, weil ich dreimal auch den Ball hatte. Ich habe jedes Mal geredet, wenn ich den Ball hatte. Der war nicht kacke, aber es nervt so krass, wie wenn ich mir sein Gesicht auf der anderen Seite der Welt vorstelle, wie er da so sitzt und sich so mit seiner Musik, mit den Hans Zimmer Time im hört, mit seinem Gamergrip und rechts so ein Level up und sich dann einen Cola-Keks freut, wenn er mit seiner Mutter spielt. Dieser hässliche... Mann, Alter. Ich bin erwachsener Mann, ich reg mich nicht mehr auf. Ich spiele gegen Ajax asozial. Wirklich, wie der Typ gegen mich gespielt hat, der gegen mich gewonnen hat. Es war so schlimm, Sydney und Willi. Er hat seine Angriffe 40 Minuten ausgespielt. Ja, Lili, der ist zu 90% nicht beschnitten, was soll ich dir erzählen? Der weiß nicht, was Schmerz ist. Auch immer diese Leute, die dann reinschreiben, du hättest besser schießen sollen. Ich habe mir Spieler gekauft, die kosten fast so viel wie ein Auto. Und sie schießen gegen den Pfosten aus 2 Metern. Aber ich verstehe nicht warum. Und dann regt man sich auf, weil man sich über das Spiel aufregt. Man ist sauer auf sich selber. Ja, gut gemacht. Gut gemacht von meinem Gegner. Also Neymar ist wirklich die größte... Was kommt? Ich dachte, es war nicht so. Kocht der? Also willst du noch mit dem Olivenöl kochen? Oder kann ich das haben? Ja, wie kannst du haben? Könnte ein aggressiver Spruch von Papagella werden. Und jetzt geht's ab. Ey, Bruno Fernandes, so Müll bei mir, was der alles für Scheiße macht da beim Passspiel und beim Abschluss. Hört mich Eli? Ja. Ich weiß nicht. Ne? Wir hören Eli. Ich höre, aber ich kann gar nicht. Okay. Ruhig. Hör auf meine Stimme, du kennst die. Manchmal nervig, aber genau in diesen Situationen bin ich da. Weiß nicht, wie die Scheiße. Benutz die Pause. Das ist ja das Problem. Ich bin ja tausendmal besser in jedem Spiel als mein Gegner. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Nein, deswegen wirklich nicht. Das gewinnen. Ist das große Problem. Ja, aber bei FIFA jetzt nicht, aber ich meine in diesem Spiel. Da setzt sich die Qualität durch. Weite! Ich schieße zum 40. Mal in Folge Stange. Weite! Ja. Okay, Jungs, wir können nicht zu Ende spielen. Nee. Nein. Ich spiele nicht zu Ende. Berlin ist durch. Guckt euch das mal an, bitte, was da für eine Scheiße passiert. Ich hab diesen Ball doch. Mein R9 ist schlechter als Aguero, Mann. Ich rede hier von einer Legende. Genau das gleiche Spiel wie... Ich bin durchgebrochen, Jungs. Right. Die Gala ist durchgebrochen. Das war's. Das ist endgültig. Ich muss irgendwas kaputt machen. Was ist nicht so laut? Scheiße. Digga, ich finde das so krass, wie dieses Spiel mich heute... Ne? Ich muss meine Wut irgendwo. Das mach ich auf, ich box auch mein Dings weg. Ey, das drückt immer gegen seine Tür. Bevor er rausgeht. Oh, Berlin dreht durch. Also wirklich, Freunde, ich hab mir gerade fast meine Hand aufgeschnitten. Das machst du bei allen. Er wird gar
ganz heiß wegen diesem FIFA, wirklich. Ja, das ist so krass. Mir wird immer so warm, ne? Das ist so heftig. Und mir platzen immer so Adern im Kopf, habe ich das Gefühl. Guck's dir an. Ich kassieren. Gott sei Dank nochmal 30 rein! Mann! Zola, Mann! Leck meine Eier, Zola, Mann! Kann mal einer irgendwie einen normalen, weiß nicht. Ich glaube, ich verliere das. Digga, wo war das denn? Foul, du hässlicher Schiedsrichter. Eben, bist du schlecht? Ist das FIFA? FIFA 20 ist schlimmer gewesen. Ich finde auch 20 schlechter. Ich finde allgemein. Ja, aber FIFA. Sie übertreffen sich fast. Also, sie knallen halt immer noch mal was drauf. Weißt du, was ich meine? Aber FIFA 21 ist in den letzten. Ist der schlimmste Zustand von FIFA 21. Weil es ist das verbuggteste Spiel. Diese ganzen Karten, diese ganzen Tops und so. Alle spielen jetzt 4 Außenverteidiger. Es ist so heftig nervig. Das ist einfach nur ein verbuggtes Dreckspiel momentan. Also, es ist in der schlimmsten Phase, die es je gab in FIFA 21. Und ich liege 1-2-1 hinten oder was anderes. Bleibt er da an diesem Ball dran? Habt ihr das gesehen, wie er mit Kreuf am Ball dran bleibt? Hallo? Was, Mann? Junge, was geht hier ab? Scheiße, Mann, was passiert da, wenn du bei Schädel? Was passiert hier? Wir werden dieses Spiel nicht gewinnen können. Was ist denn das bitte für ein Lüpfer, CR7? Jungs, ich krieg diesen Ball nicht, ne? Oh Gott, ey. Ja, gut, keine Worte. Nee. Ey, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich zuletzt so krass im Loch war. Und ich glaube, wir spielen gegen einen E-Sportler. Ja, mein Gegner hat einen Disconnect kassiert und ich verschieße einen Elfmeter! Flasche leer, Mann! Dreckspiel! Ich finde Renato Sanchez so washed bei mir in der Weekend League. Mein Gegner hat ein Full-Tots-Team, Mann! Du Opfer! Ehrlich, Mann! Guck, das meine ich, Chat. Das meine ich. Wie, ich krieg diese Welle nicht. Bruno Fernandes? Ich wechsle ihn denn jetzt aus, diesen hässlichen Dritsch. Guck's dir an. Ich hatte ihn schon wieder und der Ball verspringt so weit bei ihm. Das zweite Mal. Ich sehe gar nicht, was mit denen los ist. Das meine ich, das ist FIFA 21. Wie oft du die Bälle eroberst. Freunde, es passiert in einem Spiel 6 oder 7 Mal.
Ich sag ehrlich, ich fange bald mit Hot-Tube-Streams an. Es kann nicht sein. Ich leg mir hier so einen Pool ins Zimmer und dann quatscht er da ein bisschen. Und für einen Fünfer schreibe ich da euren Namen an die Tafel wie kein anderer. Also jetzt mal ganz ehrlich. Bei mir hat gerade jemand ein Eigentor gemacht. Bei mir schießen sie nur Tore! Eine Ballername Mbappé. Ah, ich lasse es so stehen, 17-7. Entschuldigung. Ja, Digga, sorry, dass ich unterbreche. Verabschiede mich einfach. Digga, mein R9, er arbeitet bei McDrive. Ich schwör's dir, er ist so schlecht. Jungs, haut rein. Guten Tag. Gehst du schlafen? Mit der Nachtzeit, nein. Fisch nicht. Mann, ey. Was macht dein Mbabu? Er geht nicht zum Ball. Clippt es. Macht für euch einfach selber einen Clip. Schaut euch an, clippt das. Okay, jetzt mach ich Tor. Jetzt auf TikTok markieren. Jetzt auf TikTok markieren! Das Erlein! Versucht es hier so schnell wie möglich jetzt hier über die Bühne zu bringen. Ey, was mit Mbappé teilweise los ist da vorne? So schlimm, ne? Wie dieses Spiel einrasiert, der Schiri. Das würde mich mal für eine Weekend League interessieren, was die Zahl ist. Weil das ist, ich habe alleine hier, warte mal, das Gegentor, bitte, der geht rein. Guckt euch jetzt dieses Gegentor bitte gleich in der Wiederholung an. Das ist bei jedem anders. Steve, danke für den Sub. Das Spiel ist einfach zu verbuggt. Sowas zum Beispiel. Also, ich zeige euch jetzt hier gleich zwei Gegentore, wo, also das war jetzt nicht klar, aber alleine wie der da schon wieder gleich am Ball kommt. Das sind Sachen, Freunde, die passieren sehr, sehr häufig. Jedes Spiel. So, das war mein Fehler mit dem Fehlpass. So, dann geht's hier weiter. Patrick Vieira. Ich habe Patrick Vieira angewählt. Ich weiß nicht, was er hier für einen Pass spielen wollte. Aber ich stehe ja hier eigentlich, Ich habe ihn angewählt. Und der, was soll ich hier machen? Also jetzt mal wirklich. So, hier habe ich gleich einen Fehler gemacht, aber da habe ich noch nicht gekommen. Es fängt hier an. Ball geht perfekt zu, ja, okay. Da mache ich hier einen dummen Pass. Alles gut. Aber dann erobere ich ihn wieder mit Mbabu. Das sind aber so Kleinigkeiten. Dann habe ich tacke ja dann hier richtig. Bupp. Er kommt trotzdem. Und das ist die ganze Zeit. Das ist ein richtiges Tackling. Bupp. Und Tor. Wenn du ihn nicht angewählt hättest, hätte Autoblock den abgefangen. So dumme Programmierung. Safe. Ich schwöre, das ist wirklich so, ne? Hätte ich Vieira nicht angewählt, hätte Autoblock den 100%ig bekommen. Das war's vom Video, Freunde. 23:05 aufgehört. Wie gesagt, ich habe noch nie 5-mal verloren. Das war aber auch kein Zufall, diese Weekend League. Jeder hat ein gutes Team, das ist ja mittlerweile okay. Aber da, diese ganzen Spieler sind, es ist verbuggt ohne Ende. Du stehst im Passweg drinne, aber du kriegst diesen Ball nicht. Und wenn du gegen jemanden spielst, der das Spiel drauf hat und du dadurch 2-3 Gegner
Gegentore kassierst und bei dir jeder Schuss geblockt wird, dann wirst du diese Spiele häufig verlieren. Ich bin sehr gebrochen, sehr aggro auch, aber es ist in Ordnung. Nachher die Gala Cup, Freunde, ich habe so eine krasse Krawatte. Es ist in Ordnung. Ich gehe offline. Lasst ein Like und ein Abo da. Kuss.